Die extreme Hitzewelle setzt den Menschen im Süden Europas immer stärker zu. Spanien meldet aufgrund von Temperaturen weit über 40 Grad bereits 360 Hitzetote binnen einer Woche. Begünstigt durch die anhaltende Trockenheit breiten sich verheerende Waldbrände weiter aus. Auch in Griechenland brechen täglich neue Feuer aus. Wie hier auf Kreta gilt für viele Gegenden aktuell die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Immer wieder werden Anwohner und Touristen aufgerufen, jede Art von Feuer zu vermeiden. Und auch in Italien ist die Hitze deutlich zu spüren. Moritz Pompel in Rom. Wie ist die Situation gerade bei Ihnen? Ja, wir stehen jetzt hier an einer Stelle mitten in Rom am Tiber. Und hier drüben im Fluss ist ein Teil einer alten römischen Brücke plötzlich zum Vorschein gekommen, von Kaiser Nero erbaut. Normalerweise liegt diese Stelle ungefähr einen Meter unter Wasser. Und man sieht jetzt, diese Stelle ist komplett freigelegt. Es ist extrem wenig Wasser hier im Fluss. Noch extremer ist die Situation allerdings im Norden Italiens, in der Po-Ebene. Der größte Fluss Italiens dort führt ungefähr nur 20% der normalen Wassermenge. Es ist extrem trocken und die Regierung spricht von der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren. Und auch in vielen Teilen Italiens gilt erhöhte Waldbrandgefahr. Vor allem der Norden ist auch sehr trocken. Welche Maßnahmen hat die Regierung denn getroffen? Ja, es ist so, es gibt auch hier Waldbrände. Bisher sind es eher kleinere Waldbrände in Bibione, also zwischen Venedig und Triest hat es gebrannt am Freitag. Das konnte gelöscht werden. Auch auf Sardinien und Sizilien gibt es weiter Brände, die aber alle unter Kontrolle sind bisher. Was die Brände angeht, dort sind natürlich die Einsatzkräfte gefragt in erster Linie. Die Regierung hat aber Pläne, vor allen Dingen um die Trockenheit zu bekämpfen, hat für 5 Regionen im Norden des Landes den Notstand, den Wassernotstand ausgerufen. Das bedeutet ganz konkret, dass beispielsweise Landwirte sich Pumpen besorgen können, mit denen sie ihre Felder noch bewässern können. Denn hier rechnet man mit ungefähr 30% Ernteausfällen insgesamt. Und das bedeutet auch, dass beispielsweise Swimmingpools, private Swimmingpools nicht mehr befüllt werden dürfen oder dass auch Gärten nicht mehr gegossen werden dürfen. Also eine Verteilung des Wassers ist möglich durch diesen Notfallplan und es wird wohl bald die 6. Region Italiens auch diesen Wassernotstand ausrufen wollen, nämlich Ligurien rund um Genua. Waldbrandgefahr, Trockenheit, Wasserknappheit, was bedeutet das denn nun für den Tourismus? Kann man noch nach Italien fahren? Ja, das kann man durchaus. Also, was ich gerade beschrieben habe, diese Situation, beispielsweise, dass Swimmingpools nicht mehr befüllt werden dürfen, das sind wirklich dann private Swimmingpools. Was Hotelanlagen angeht, die dürfen das weiterhin. Teilweise hört man auch, dass Wasser rationiert wird im Sinne, dass beispielsweise Strandduschen abgestellt werden. Aber normalerweise kriegt man davon als Tourist jetzt nicht sonderlich viel mit. Also, man kann trotzdem weiter beruhigt nach Italien fahren. Natürlich sollte man dann möglichst viel Wasser sparen, ganz klar. Vielen Dank für diese Informationen live aus Rom, Moritz Pompel.